Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer Verlosung, wie ihr unschwer schon am Titel ablesen konntet. Und zwar werde ich in diesem Video einen Gaming-Stuhl verlosen. Also wundert euch nicht, warum hier jetzt irgendwo Werbung stehen wird. Ich habe immer noch keine Ahnung, auf welcher Seite das steht. Ich glaube hier. Ich weiß es aber nicht genau. Ich sage es irgendwie immer falsch. Also wenn ich es jetzt richtig habe, dann bin ich echt glücklich. Also danke schon mal an Nitro Concepts, dass sie mir den Gaming-Stuhl zur Verfügung stellen, dass ich diesen verlosen kann. Und ja, vielleicht haben ja schon einige vor einigen Monaten, also ich glaube das ist noch gar nicht so lange her, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange das schon her ist. Auf jeden Fall haben die mir da auch schon selbst einen Stuhl zur Verfügung gestellt. Ich bin echt mega, mega zufrieden mit dem Ganzen. Ich finde den auch mega bequem und man kann echt richtig viel daran umstellen. Ich weiß gar nicht, falls da irgendjemand noch was Genaues zu wissen will. Ich glaube, auf der Webseite selbst findet man noch genauere Infos. Also werde ich hier mal alle Social Medias von Nitro Concepts einblenden und den Link zum Stuhl auch. Ja, ein riesiges, riesiges, riesiges Dankeschön auf jeden Fall Nitro Concepts. Ich bin echt mega, mega zufrieden mit dem Stuhl. Ich bin, was sowas angeht, echt, wenn es um teure Sachen geht, bin ich echt ziemlich, ziemlich geizig. Und ich hatte echt so einen alten Stuhl, der gehörte meiner Mutter mal und der gequietscht wie sonst was. Und ich war echt da ziemlich froh, dass ich den hatte. Und ich sitze sowieso auf dem Stuhl viel gerader. Und der ist sowieso mega gemütlich und hat hier so ein Kissen und da unten auch ein Kissen. Und wie gesagt, kann man es auch verstellen. Moment, man kann auch die Lehne hier verstellen und wieder hoch machen. So, okay. We gon' live, we gon' fight, off the cliff, take a dive, swing and miss, feel alive, get back up, we gon' thrive, never stop, living life, take it off, take a dip at night, pretty girls, pretty sights. Was kann ich noch sagen? Stimmt, der Gewinner kann sich die Farbe selbst aussuchen. Also ich werde einfach mal alle Farben so nacheinander oder irgendwie einblenden. Dann seht ihr, welche Farben es alle gibt. Eigentlich sollten alle Farben zur Verfügung stehen. Soweit ich weiß, ich habe extra nochmal nachgefragt, aber es kann sich ja immer mal irgendwas ändern. Und falls sich einige wundern, warum ich hier dann keinen Karton stehen habe oder irgendwas, aber auch kein zeigen werde, das liegt ganz einfach daran, weil ich das mit denen so abgesprochen habe, dass sie das dann von sich aus verschicken, weil das wäre ja völliger Schwachsinn, wenn die das erst zu mir verschicken. Und ich schicke das dann weiter, weil ich würde es eh nicht auspacken. Das wäre irgendwie uninteressant, wenn ich jetzt für euch so einen Karton filme. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber ich bin echt so froh, diese Möglichkeit zu haben, weil ohne euch hätte ich das Ganze niemals geschafft, beziehungsweise die Möglichkeit nie bekommen. Und generell finde ich das halt mega cool, weil echt viele YouTuber damals einen Stuhl bekommen haben und die haben ja auch ihren gewissen Wert. Und wie gesagt, bin ich da ja auch etwas geizig. Kann ich auch ganz ehrlich sagen, also ist das echt cool, sowas gesponsert zu bekommen. Und wenn die auch noch richtig geil sind, die Stühle, und richtig bequem sind, hat man natürlich sowieso den Jackpot gezogen. Ja, irgendwie, ich habe das Video gerade schon 1000 Mal gefühlt aufgenommen, deswegen rede ich dauernd gerade so drum herum, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich gesagt habe und was nicht. Vor allem, das Lustige ist sowieso, ich habe so überlegt, was kann ich da im Dezember so machen? Ich dachte so, okay, vielleicht kann ich ja Nitro Concepts anschreiben und vielleicht stellen sie mir einen Stuhl zur Verfügung. Aber ich hatte, um ehrlich zu sein, auch nicht so große Hoffnung, weil es gibt so viele YouTuber und ich bin jetzt ja auch nicht so die größte YouTuberin. So klar, habe ich eine große Community, aber so im Vergleich zu anderen ist das dann doch nochmal so recht wenig. Deswegen bin ich mit dem Gewissen hingegangen, dass es eh nichts wird. Und da habe ich die einfach auf gut Glück auf Twitter angeschrieben, meinte schon so, ja, wenn nicht, ist das auch in Ordnung so. Wäre aber cool und ja, das Ganze hat auf jeden Fall geklappt, worüber ich sehr glücklich bin, wie schon tausendmal gesagt. Also kommen wir jetzt mal zu dem wichtigen Ding. Falls ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, da es ja eine Verlosung an meine Abonnenten ist und eigentlich eher weniger an Leute, die jetzt zum ersten Mal auf meinen Kanal dazu gekommen sind, also falls ihr jetzt zum ersten Mal hier seid, hi, ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin Abonnent bleibt, auch wenn die Verlosung dann schon um sein wird. Also solltet ihr Abonnent sein und ihr solltet das Video liken. Und natürlich einen Kommentar schreiben, so klar, Abonnent sein und Video liken kann man jetzt nicht unbedingt verfolgen. Was ziemlich schade ist eigentlich, weil das ein bisschen unpraktisch ist gegenüber Verlosungen. Zum Thema Kommentar würde ich mich halt sehr über einen netten Kommentar schreiben und ich werde dann, denke ich, das trotzdem nochmal per Zufallsprinzip auslosen, aber will halt aber trotzdem nicht jemanden gewinnen lassen, der nur ein, zwei Sätze geschrieben hat, sondern echt jemanden, der sich wirklich viel Mühe gegeben hat. Ich würde euch auch gerne bitten, dass ihr irgendwelche gemeinen Kommentare unterlasst, weil falls jetzt irgendjemand einen langen Text schreibt und sich richtig viel Mühe gibt, dann lasst bitte so Sachen wie, ja, du scheiß Schleimer oder so. Weil ich meine, wie soll man einen langen Text schreiben, ohne zu schleimen? So, das ist halt echt mega unmöglich. Also irgendwie kann man alles so als Schleimerei so empfinden. Also, ja. Und was auch ziemlich, ziemlich wichtig ist, damit ich euch auch irgendwie erreichen kann, weil ich finde das irgendwie über die YouTube-Kommentare ein bisschen kritisch. Und generell muss man ja so oder so dann irgendwann die Kontaktdaten
austauschen. Also schreibt am besten zu eurem Kommentar entweder euren Twitter-Namen, euren Snapchat-Namen oder euren Insta-Namen. Also am besten da, wo ihr am aktivsten seid, damit ich euch so schnell wie möglich erreichen kann, weil wenn ihr euch innerhalb von ein paar Tagen nicht meldet, muss ich leider den nächsten Gewinner auslosen. Dann wäre es halt ein bisschen schade, wenn man das im Nachhinein so sieht und dann ärgert man sich da im Endeffekt nur drüber. Um es nochmal zusammenzufassen, schreibt einen lieben Kommentar, liked das Video, seid ein Abonnent und vergesst nicht euren Insta, Snapchat oder Twitter-Namen. Wie gesagt, werde ich den Gewinner dann kontaktieren. Dieser darf sich dann eine Farbe aussuchen, was ich dann schon irgendwo eingeblendet habe. Ja, ich glaube, dann war's das. Ich glaube, ich habe jetzt alle wichtigen Sachen gesagt. Stimmt, wie lang ist die Verlosung? Ich denke mal über den ganzen Dezember lang. Ich werde einfach in den Titel dann schreiben, dass die Verlosung beendet ist, oder werde das Video offline nehmen, je nachdem. Also könnt ihr darauf achten. Und ja, ich muss halt gucken, wie es dann in der Weihnachtszeit oder über Silvester die Zeit dann ist, wie erreichbar Nitro Concepts dann ist. Also je nachdem kann das dann noch ein bisschen dauern, bis der Student bei euch ankommt, beziehungsweise bei dem Gewinner. So. Und ja, dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass ihr euch sehr über die Verlosung freut, weil ich finde es persönlich echt mega, mega cool. Und dann war's das mit dem Video. Haut rein und ciao.